Die Schwangere Maria und ihr Mann Josef sind auf dem Weg nach Bethlehem, weil Kaiser Augustus alle Menschen seines Reiches zählen lassen will. Da die Nacht anbricht, alle Herbergen schon voll sind, müssen sie in einem Stall übernachten. In diesem Stall bekam Maria dann ihr Kind, Jesus. Sie wickelte es in Windeln und legte es in eine Futterkrippe. Auch ein Hirte und drei Könige hörten von der Geburt eines besonderen Kindes und kamen zu dem Stall, über dem ein heller Stern stand. Beteten neben dem Kind und schenkten ihm ihre Gaben. Das war die Weihnachtsgeschichte.